Und willkommen zurück beim Terrenkonflikt. Wir sind in Paraniprime und Olman Dokundi hat einen Job für uns. Erfolgreiche Beenden der Mission bedarf einiges Geschicks. Sind Sie bereit? Werden Sie innerhalb von 12 Minuten machen Gilza los. Och, na ja, es geht doch eigentlich. Das ist bestimmt wieder eine Karacke. Die schaffe ich in 12 Minuten? Notsig eingehende Nachricht. Aha, Notsignal. Ja, okay. Ich muss mal ganz schnell nach meinem... Hat feindliche Schiffe im Priesterring. Ja gut, oh, da muss ich doch alles abschalten. Hatte ich doch eigentlich. So, was haben wir jetzt gesagt? Ja, feindliches Schiff im Priesterring, ja, logisch. Weil ich das umlegen soll. Hilfe wird benötigt bei Ocracoke's Sturm. Keine Zeit dafür. Oh, Westtor. Ah, warte mal. Ich kann doch einfach... Schiffe. Jetzt geht's los. In die 50er ist meine... Boreas. Da. Kommando, Kommandokonsole, Navigation, springe in Sektor, Priesterringe West, akzeptiert. Springe in Sektor, Priesterringe West, geladen. 10%, 20, hoffentlich 30, rennt er mich jetzt nicht über den Haufen, 40, Mist. 50%, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. Und jetzt ganz schnell Platz machen. Nachricht. So. Also. Wer ist jetzt mein Schiff? Ziel aufgeschaltet. Genau. Mach platt. Wer ist die richtige Karacke? Pirat Karacke. Die. Okay. Ach, mach einfach beide platt. Pirat Nova. Und ich mach den kleinen Kram. Ziel ist in Feuerreichweite. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Priesterling. Sag mal. Im Namen des Priesterimperators Xar und unseres Priesterherzogs entbieten wir vielen Dank. Da siehst du. Oder waren noch nicht mal 12 Minuten? Hallo, Skorpion. Ich habe keine Zeit. Das kann doch wohl nur ein Scherz sein. Ja, und hör mich lachen. Ja, haut ab. Ah, nee. Aber wie? Ah! Ja, aber wie? Asteroid. So. Perikles. Polizei ist rot? Oh. Warum ist die Polizei rot? Entschuldigung. Borealis? Du wieder zurück nach Hause. Ich hab dir doch einen Heimatsektor gegeben, wa? Achso, geht ja nicht, stimmt. Navigation. Andockerlaubnis erteilt. So, liegt hier irgendwas von Wert rum? Aurora Projektilkanonmunition. Warum ist die Polizei rot? Das finde ich nicht nett. Ich habe euch nichts getan, Freunde. Habe ich eigentlich Pilotenstatus? Paraniden. Ich bin eine Ehrenwache. Und ich habe die Polizeilizenz. Gut, die dürft mir also nicht an Karren pissen. So.
Ach, vermutlich stand er bloß im Weg, als ich hier meinen Job erfüllt habe. Euren Job. Borealis ist klar. Die Regierung, siehst du hier, möchte sich herzlich gratulieren. Herzlich gratuliert die Regierung, ja? Also lieber Polizist, nicht rot sein, nicht sauer sein, dass ich besser bin als du. So, damit habe ich jetzt 75 Millionen zusammen. Da fällt mir ein, Ibrahim Güler hat mir gesagt, ich solle eine Chipfabrik in Karge Küste aufbauen. Da seien nämlich 75 Millionen, 150% Sonne. Hä? Mars? Nein. Ah. So, karge Küste. Da. Nee, hier sind nur 100% Sonne. Genau, ich habe mir nämlich die Fabrik mal angeguckt. Oh, die muss ich noch alles erscannen. Signal von Ocracoke's Sturm. Schon wieder. Wer ist denn in Ocracoke's Sturm? Ach so. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, global. Global deaktiviert. Und jetzt muss ich die wichtigen Sektoren von Hand. Alle Schiffe. So, was brauche ich noch? Jelenas Glück hat schon alle Schiffe. Jelenas Glück, alle Schiffe. Ja, die anderen sind ja schon. Gut, da müsste jetzt Ruhe sein. Günthers Kreuzzug. Alle Schiffe. Nochmal Günthers Kreuzzug. Heimat der Legende, Heimat des Nichts. Ist ein Kernsektor. Malstrom, Omikron, Lyrae ist wichtig. Das war's dann. Und natürlich Trantor. Okay. Hoffentlich habe ich jetzt keinen übersehen. So. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Richtig. Karge Küste. Da habe ich mal geguckt, wenn ich dann Schiffwerk aufbauen will. Dann sieht das so aus, dass ich wirklich 77 Millionen investieren muss. Also ich kann zwar weniger Schiffwerke nehmen, dann habe ich einen Überschuss. Aber ich kann hier kein einziges Gaswerk weniger bauen, weil dann immer irgendwas im Minus ist. Sodass ich also hier, das wäre meine mindeste Investition, dass hier alles grün ist. Und damit könnte ich dann hier Schiffwerke betreiben oder halt auch Waffen. Ich bin am Überlegen, ob ich das mache, wenn Schiffwerke wirklich so lukrativ sind, dass ich die dann einfach nehme, um sie zu verkaufen. Und 77 Millionen, das wäre jetzt zwar das Geld für mein nächstes M2, aber 75 Millionen davon habe ich schon zusammen. Borealis ist zu Hause. Eingehende Nachricht. Waffenkäufer Lou ist fertig. Ja. Du wolltest dein Erz verkaufen? Erz verkauft. Da kannst du gleich noch eine Runde Erz holen. Fliege mal bitte nach grausamer Vorstoß. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay. Thema erledigt. So. Hä? Poltergeist-Rakete. Ach, da sind meine Raketen. Ich muss jetzt nämlich die Konfiguration hier etwas ändern. Okay. Jetzt wollte ich gucken. Ah. Genau. Die Fabrik blinkt nicht mehr. Das heißt, du kannst hier Mikrochips
eingreifen. 4 Stück. Mikrochips transferiert. 456 Stück. Oh, warte mal. 456. Mein Nachrichtenlogbuch. Nein, Quatsch. Enzyklopädie. Andere Waren. Tech. Mikrochips. Wolkenbar. Achso, da gab's ja nichts. Zwei Welten. Omikron Lyrae. Ich gucke mal. Wo ist das Chipwerk? Computerkomponenten. Wo ist ein Chipwerk Alpha? Hier gibt's doch gar kein Chipwerk. Was erzählst du mir denn hier? Hilfe wird benötigt bei Ocracoke Sturm. Ich habe den Satellit doch abgeschaltet. Hä? Ocracoke Sturm. Da. Globale Einstellungen. Und die globalen Einstellungen sind deaktiviert. Was willst du dafür Hilfe haben? Oh, warte, spüre verlassene Schiffe auf. Nee, der hat auch kein verlassenes Schiff. Also ich weiß nicht, warum du Hilfe brauchst, aber du bist deaktiviert. Ja, du bist deaktiviert. Okay. Ich wollte Chips suchen. Enzyklopädie. Andere Waren. Tag. Wo sind die Chips hin? Bin ich doof? Ach, ich habe auf Computerkomponenten statt Computerchips getippt. Aber wo sind dann die... bin ich doof? Chips. Mikrochips. Da, sind sie doch. Ja, klar. Ich trottel. Wolkenbasis Südwest, zwei Welten, Turoks Bad. Wird als Rohstoff, gekauft. Ja, logisch. Eingehende Nachricht. Königstal, Herzenslicht. Wolkenbasis Südwest kann ich gucken. Die habe ich ja versorgt gehabt. Notsignal von Splitfeuer. Das interessiert mich jetzt. Okay. Der hat es überlebt. Na gut. Ich wollte jetzt gucken. Wolkenbasis Südwest. Ich brauche 50 Mikrochips. 4. Ernsthaft? 4 Mikrochips? Königstal? Zehn. Waffenkäufer Lou. Energiezellen transferiert. Erz transferiert. Kommandokonsole. Navigation. Springe wieder zurück nach Lou. Und warte dann dort. Andock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Alles klar. So, dann werde ich jetzt nach Hause fliegen und auftanken. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung.
gleiche System, Trantor. So, jetzt ist natürlich die Frage, karge Küste, ja oder nein? Also ich würde sagen ja, weil der verzichte ich zwar, oder schiebe ich verzichte Alpha. Ja nicht auf seinem 2, ich schiebe es ja nur her, weiter raus. Aber, du hast ja gesagt, Ibrahim, dass ich das Geld schnell wieder drinne habe. Das heißt... Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So. C für... Du wirst mal auftanken. Du bist aufgetankt. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Springe bitte mal nach karge Küste. Und fliege zur Handelsstation. Kommando akzeptiert. Genau. Hilfe wird benötigt bei Okrakox Sturm. Ich hab dich deaktiviert. Energiezellen transferiert. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Lumangstrats Vermächtnis. Mein Waffenkäufer. Sprungantrieb wird geladen. Leute, 10%, das ist nicht 20, lustig. 30, 40 für Poltergeistrakete installiert. Komm, 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 komm. Erreiche System. Lumangstrats Vermächtnis. Pirat, Harrier. Split, split, split. Vielleicht sterben, aber nie aufgeben. Lass den in Ruhe. Mach einen Notsprung. Mistral. Warum macht er keinen Not? Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Lumangstrats Vermächtnis. Ja, das weiß ich. Warum macht er keinen Notsprung? Okay. Pirat, Bussard. Du Armleuchter. Das gibt Kleinholz. Aber sowas von Kleinholz. Oh, da kommt ein großer. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Frachtraum enthält nun ferngelenkter Gefechtskopf. So, will noch einer? Pirat, Buster. Ziel aufgeschaltet. Ich war freundlich zu euch. Kriegt er eine Rakete. Ja, siehste. Poltergeistrakete. So. Kein Ziel. Disruptorrakete. Oh. Mal gucken. Da kommt Brigantine Kampfverband. Piratenhafen. Den könnt ihr platt machen. Oh, mein schönes Erz. So, die Disruptor-Rakete nehme ich mal mit und das Erz werde ich zerstören. Das kann ich nämlich nicht einsammeln. Ich kann es nicht nehmen und mein Plünderhannes ist zu klein dafür. Frachtraum enthält nun Disruptor-Rakete. Weil ich bin zu klein dafür. Nicht die Grasstation angreifen. Piratenschiffe werden dich wie Ungeziefer jagen. Ey Mars, ich habe gedrückt, du sollst das ignorieren. Ziel verlässt Feuerreichweite. Ja, gut so. Okay.
eingehende Nachricht. Da brauche ich einen neuen Waffenkäufer. C4 ist angekommen. Sehr gut. So. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Ich werde mir jetzt mal Karge Küste etwas genauer ansehen. Erreiche System, Heimat des Lichts. So. Ihr habt gesagt, ihr habt eine neue Mission, genau. Ah, jetzt habe ich vergessen, das Erz zu zerstören. C4. Gelandete Schiffe, Machete, Kommando, Kommandokonsole, Spezial. Untersuche Asteroiden. Karge Küste. Nein, alle Asteroiden. Spezial. Navigation. Kartografiere Sekt. Nein. Hä? Ach, hier ist doch Asteroiden-Scan. Hilfe benötigt bei Ocracoke's Sturm. Alle Asteroiden im Sektor scannen. Kommando akzeptiert. So, finde auf Sektorkarte. Genau. Du scannst jetzt alle Asteroiden in Karge Küste. Hab Spaß dabei. So. Und ich habe schon wieder Probleme in Ocracoke's Sturm. Mit der Großkampf-Susanova. Okay, nochmal gucken. So. Deaktiviert. Aber verlasse Schiffe aufspüren. Ocracoke's Sturm. Globale Einstellungen. Ja. Okay, ich sage dir jetzt von Hand, deaktiviert. Aber du sollst spüre verlasse Schiffe auf. Ja. Okay. Gut, ich würde sagen, das läuft. Karge Küste, ja, wie gesagt, ich überleg's mir noch bis nächstes Mal. Ich werde das nochmal durchrechnen. Korb Hauptquartier. Und dann mal schauen. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Ja. Und see you later. Na? 6-7 Kilometer? Nee, das macht er nicht. Jetzt kann ich sagen, see you later. Undock-Vorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.